Nico, ja? Möchtest du jetzt kurz erklären, wo Marc und Sandra sich gerade aufhalten? Wir wollen gemeinsam das Abendmahl. Hier ganz kurz ein Bild von Sandra, als wir gesagt haben, dass wir nicht kommen. Sie heult. Perfekt. Ja, jetzt sind die doch gekommen, Marc. Wie kommt's auf der Basis? So. Ich mach ganz kurz eine Umfrage. Marc. ARD. You don't speak German? No. With the two eyes you see better. Okay. We don't know these guys. Entspannung. Wie viel ist dein Outfit wert? Komm, sag. Ich bin nicht auf. Nein. Nico, wenn auch nicht mehr der Kellner kommt. Nico, bitte. Jetzt werdet ihr sehen, dass ihr auch Upper Class seid. Room Service. Room Service. Ich muss dazu noch mal kurz die Frage stellen. Wieso ist denn dein Zimmer so? 10 Euro, wenn du jetzt aufhörst zu rauchen. Okay, gut. Ja, wie ist das so, allein zu sein? Bitches coming up. Genau. Ist ja auch hier im Sternhotel, da würde ich jetzt auch gleich ein bisschen was zaubern. Beginnen wir mit dem ersten Gang. Es ist die Spülmaschinen-Tablet Balsamico-Essig. Ist das so ein Sketch aus deinem Blog oder was? Das ist von meinem Kopf. Mach den Joe Burn, das fand ich da. Boy, fuck, it's vision. Meine allerliebsten Jutzen, wir fahren jetzt in die Schatzi-Bar, die sogenannte. Das ist die Bar, wo Knossi Hausverbot hat und die werden wir uns jetzt nochmal reinziehen. We are fully booked out tonight. Oh, wir haben hier gerade David getroffen. David, kannst du mir vielleicht kurz helfen, Sandra aufzuheben? Hey, Sandra, David hilft dir jetzt hoch. Alles gut, Mann. Oh, you wish, dass du... Du bist Strongman, nee, hast du gesagt. Nein. David, bitte heb sie auf. Wir sehen uns später. Hau rein, ne? Bis wunderbar, morgen. Perfekt. Das ist ein Armutszeugnis. Was für ein Armutszeugnis? Du hast eben Champagnerflaschen bestellt und schnorst bei Leuten nach Alkohol. Guck mal, ich find's krass, dass jemand wie du einfach gar nicht mehr wertschätzt. Ich mach die Kampf. Perfekte Scheiße, Mann. Warum hast du das Glas heruntergeworfen? Kroll. Wir sind Kroll. Rrrr! Geht! Ho, ho! Hinaus! Hinaus! Raus! Hinaus! Leider. Keinerlei Kamera. Ich bin nicht dabei wie eine GoPro oder so. Deshalb würde ich euch jetzt hier einfach ganz kurz ein paar Schnittbilder geben von Profi-Snowboard-Fahrern, wo mein Face drauf getrackt ist. Viel Spaß! Guten Morgen, meine lieben Jungs! Ich werde jetzt alles dokumentieren, was du tust. Ich habe gerade bei mir gesagt, ich schneide einfach andere Snowboardfahrer rein. Das fällt eh keinem auf. Mit weißer Jacke. Astromo Maxe. Kybolo Klaxe. Kurzes Zwischenfazit. Das hätte man sich sparen können. Aber auch das hätte man sich sparen können. Marc Eggers, der Jagertee. Vorzüglich. Wie schmeckt der? Absolute Mega. Mein Lieber, was mit deiner Pizza? Kann ich die haben? Ja, sicher. Perfekt, danke. Luxemburg! 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 Ja! Woo! Is your love? Ich stehe hier gerade im Studio, Alter. All I need. Hausverbot! Hausverbot! Wie war der Tag bis jetzt? Was hast du so gemacht? Ich hab nur gechillt. Ach du Scheiße, Digga. I love you, but I can't have 100.000 euros. My enemies are behind me. Den Job für Dreh wie heute noch so 20 Mal. Eine ganz entspannte Pause, ja. Trink uns ein bisschen Apfelsaft. Ein bisschen Kakao. Rein. Sandra hat hier schon mal die ganze Pistenregion abgecheckt. Sandra, wie läuft's bis jetzt? Abram Flankwachse. Blubom Umbroxe. Wir werden uns jetzt hier erstmal ein Erfrischungsgetränk erfrischen. Danach werden wir uns ein Erfrischungsgetränk erfrischen. Danach werden wir uns ein Erfrischungsgetränk erfrischen. Danach werden wir uns ein... Riari. Das sind meine Leute aus Duisburg. Sandra, wie klärt man Frauen beim Après-Ski? Gar nicht. Gar nicht. Also gut, Marc Eggers, da hast du deine Antworten, wird ein Bummer-Video. Und ich glaube, heute Abend gibt es eine Massage. Aber wo findest du eigentlich hin? Du findest mich gar nicht. Minuten Aufnahmezeit auf dieser Dreckscam Raveston, wenn du das siehst. Das ist wirklich Schmutz, dass man das Display nicht mal umklappen kann. Ja, also, Digga, ich sehe im Spiegel, dass ich komplett scheiße aussehe. Was war da denn los? Woran hat es gelegen? Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Raveston, du Stick. Sandra, wir wollten doch heute Rücken machen. Sandra, was hast du da im Mund? So, an der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön an das Personal hier, die auch einfach gesagt haben, es wäre lustig, mich mit Bier zu überschütten. Ach nein, das war's ja du. Alexa, danke nochmal für die Einladung, dass wir hier sein durften. Wirklich sehr, sehr lieb von dir. Vielen Dank. Nico, can I have your T-Shirt, please? Alexa, vielen Dank, dass du ohne Druck und ohne mein Zureden, kannst du mal einmal kurz den Betrag sagen? Nee. Okay, Nico, wie schaut's aus? Ich möchte da auch nochmal kurz Dankeschön an dich raushauen, dass du mich nach Mykonos einlädst. Sehr gerne, guck mal, wie wichtig es mir ist, dass du und deine Freundin das hier kommt. My bank account is fully booked out tonight.
stellt euch kurz an. Ich denke, in einer halben Stunde seid ihr... Ich hab meinen Impfpass am Boden verloren. Nein, 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 nicht einfach... Können Sie meinen Impfpass scannen? Der liegt am Boden. Ganz ehrlich, geht mal durch den normalen Eingang, Alter. Kommt mich mal... Würdest du kurz die letzten Worte in diesem Vlog sagen? Es war wirklich ein unfassbar geiler Urlaub. Tollen Menschen. Ich hatte sehr viel Spaß. Du hast uns überall blockiert auf Instagram. Was? Alles klar. Das war's von diesem wunderschönen Urlaub. Ihr zwei, klar. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart, aber weißt du, was härter ist? Die Rechnung am Ende des Tages. Ein wunderschönes.